Ich habe mal im Wettmelken gewonnen. Das war so, ich war auf der Grünen Woche in Berlin und da geht man ja so durch und probiert hier und da was und es schmeckt gut und es ist ziemlich cool. Ich vermisse die. Ich habe mal im Wettmelken gewonnen. Das war so, ich war auf der Grünen Woche und da geht man ja so durch und probiert hier mal was an den Ständen und isst ganz viel und ich habe mal beim Mettwelken ge Ich habe mal beim Mettwelken gewonnen. Alter, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe mal beim Wettmelken gewonnen. Das war so, ich war auf der Grünen Woche. Und meine Lieblingshalle ist die Schweiz. Das ist total cool. Da kannst du überall hin, da kannst du Käse probieren und es ist super und meistens ja auch total voll. Naja, und an einer Stelle, da konnte man in dem einen Jahr wettmelken. Da war so eine künstliche Kuh aufgebaut und man konnte gegeneinander antreten. Den Typen kannte ich nicht, aber wir hatten so einen Kunsteuter und ich hatte das schon mal gemacht und habe mir gedacht, okay, jetzt oder nie. Jetzt ist die Stunde gekommen und ich habe dieses Euter gemolken und zack, zack, zack. Also man greift zu, ist eigentlich recht einfach. Man greift zu und drückt und zieht. So quasi. Und dann kriegt man ganz viel. Boah, nee, das Wasser, das da drin war, ist in diesen Eimer reingeschossen. Am Ende gab es eine Tasche mit Käse. Ich finde das super. Diese Tasche ist in Gebrauch seit Jahren und der Käse war auch in gutem Gebrauch. Ey, ich würde es jederzeit wieder machen. Wer mir was zu melken geben möchte, immer her damit. Ich habe mal im Mettwelken gewonnen. Ich habe mal im Mettwelken. Ich habe mal im Mettwelken. Ich habe mal Mettwelken gewonnen. Wettmelken. Ey, das heißt Wettmelken. Also ich habe mal im Wettmelken gewonnen. Und das war so. Ich war auf der Grünen Woche. Und meine Lieblingshalle ist die Schweiz. Das ist total cool. Da kann man überall rum und kann Käse probieren und mit den Leuten quatschen und so weiter. Und in dem einen Jahr war da so eine künstliche Kuh aufgebaut. Und da konnten Leute gegeneinander antreten. Den Typen kannte ich nicht. Aber ich dachte mir, okay, das kriegen wir hin. Ich bin also an dieses Euter und habe zugegriffen. Ich hatte das schon mal gemacht und es ist eigentlich recht einfach, wenn man weiß, wie es geht. Man drückt, zieht und das abwechselnd. Ja, naja, und das Wasser, das in diesem Euter war, schoss in den Eimer und es gab Begeisterung drumherum. Ich habe mal im Wettmelken gewonnen. Das war so, ich war auf der Grünen Woche. Und meine Lieblingshalle ist die Schweiz. Ist total cool. Da kann man rumgehen und kann Käse essen und es ist einfach super. Ja, es ist die Schweiz. Und in dem einen Jahr, da gab es so eine künstliche Kuh und man konnte gegeneinander antreten und melken. Ja, ich hatte das schon mal gemacht und dachte mir, ja, Mensch, ich habe mal im Wettmelken gewonnen. Es war so, dass ich war auf der Grünen Woche und ich habe mal im Wettmelken gewonnen.
Das war so, ich war auf der Grünen Woche und meine Lieblingshalle ist die Schweiz. Das ist total cool, da kann man überall rum, kann man Käse probieren und so weiter. Und in dem einen Jahr war da eine künstliche Kuh aufgebaut und man konnte halt gegeneinander antreten. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, das schaffe ich und bin an das Euter ran und zugegriffen, man drückt halt und zieht und das immer abwechselnd und das Wasser, das im Euter war, schoss in den Eimer. Ja, das. Also ich muss mich wirklich verausgabt haben. Jedenfalls habe ich gewonnen und es gab eine Tasche mit Käse. Wie super ist das? Ey, diese Tasche ist seit Jahren in Gebrauch und ist richtig gut. Der Käse hat lecker geschmeckt und ich kann es nur jedem empfehlen. Also wer mir gerne was zu melken geben möchte, ich bin echt immer dabei.